Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Creepypasta Land. Wir sind hier gerade alleine unterwegs, die liebe Nessie, denn wir waren ja zurückgekehrt aus der Hölle mit Sonic. Das war nicht so angenehm gewesen. Ist das ja eigentlich jetzt Mama oder ist das Sally? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und du hast im kalten Regen gespielt. Du machst echt einfach, was du willst. Also, das ist nicht in Ordnung, weil ich mache mir doch Sorgen um dich, mein Schatz. Geh jetzt ins Bett, Schatz. Was? Ich lasse dich diese Woche hier nicht schlafen. Das ist deine Strafe dafür, weil du im kalten Regen gespielt hast. Danke, Mama. Du bist aber nett. Okay, dann gehen wir mal schlafen. Das ist aber fies. Welche Mama macht denn sowas? Wenn ich Angst habe, dann muss sie sich doch um mich kümmern. Du schläfst. Ach du Schande. Das sind diese My Little Ponies. Da gibt es ja auch Creepypastas zu. Ich kann die Schallwelle durchbrechen, das ist ziemlich cool, sagt Rainbow Dash. Oh, das ist Link. Voll geil. Oh, was für ein wunderschöner Traum. Hier gibt es Ponys und Schmetterlinge überall. Und schau dir diesen Typen an, der ist wirklich cool. Er ist genauso gesprächig wie du. Stimmt, wir reden ja nie. Und was mache ich jetzt hier in dieser Welt? Er sagt ja nichts. Ich rede nochmal mit Rainbow Dash. Okay. Ich schau mal, ob... Ah, hier sind noch die anderen oder zumindest ein weiteres Pony. Twilight Sparkle. Es ist wirklich wichtig zu lernen. Ach, da oben links ist auch noch einer. Das ist... Genau, Pinkie Pie. Wieso spielst du nicht? Du solltest an so einem Ort wie diesem wirklich glücklich sein. Lass uns ein bisschen Kuchen essen. Kuchen essen... Pinky, überlass ihn mir. Das war voll der Battle der Creepypasta-Charaktere. Wumm. Tag 4. Du hattest einen Albtraum mit Ben. Kannst du ihm wirklich vertrauen? Deine Mutter ist schon zur Arbeit gegangen. Oh, na super. Mama, ich hasse dich. Wieso kümmerst du dich nicht richtig um mich? Ich will nicht alleine schlafen. Ja, ich möchte nochmal speichern. Wer weiß, was mich heute da draußen erwartet. Bestimmt wartet Ben schon auf mich. Oh, ich kann denen allen nicht trauen in dieser Stadt. Da ist er, tatsächlich. So. Guten Morgen, Nessie. Ist etwas passiert? Du siehst seltsam aus. Jedenfalls, lass uns ins Theater gehen. Ich zeige dir den Weg. Okay, Ben läuft jetzt mit uns. Ich dachte, er zeigt uns den Weg und jetzt läuft er hinter uns her. Das ist ja sehr sinnvoll. Da ist immer noch das große Loch und die Popcornmaschine. Oh, ach so. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen, Mephi. Wir müssen heute zum Theater. Ist das in Ordnung? Ja, ich habe mir die Berge angeschaut und auch den Fluss heute Morgen. Und alles ist in Ordnung. Es ist ein... Also heute ist gutes Wetter und ich denke, heute könnt ihr, wo auch immer ihr hin wollt, hingehen. Danke, Mephi. Ich bin dir wirklich dankbar dafür. Also, Nessie, lass uns gehen. Ja, aber trotzdem, passt an diesen Orten ein bisschen auf. Wenn ihr etwas braucht, dann kommt zu mir und redet mit mir. So, jetzt natürlich die Frage, wo ist denn der Weg? Hey, Nessie, lass die Dinge, die geschehen sind, als unser Geheimnis bewahren. Selbst wenn wir es ihm erzählen, wird er es uns wohl kaum glauben. Ja, das glaube ich auch. So, jetzt ist nur die Frage, müssen wir hier entlang? Tatsächlich. Okay, hier ist ein Barrel Secret Soundtrack Mario Forest of Illusion Remix. Okay. Und da? Eine Yu-Gi-Oh! Karte. Das ist geil. Ich liebe die Yu-Gi-Oh! Karten. Die finde ich richtig cool, die Idee. Ach so, das hier ist, glaube ich, die neue. Aha, das ist also der Entwickler. The Founder of Town, genau. Der die Stadt gegründet hat. Ein wahrer Träumer. Er möchte einfach... Oh, scheiße. Ich habe mich so erschreckt, weil ich konzentriert war aufs Lesen. Das war schlau, mein Lieber. Das war schlau. Das hast du sehr gut gemacht. Scheiße. Was? Ach so, ja stimmt. Ben Brown, ne? Er hat ja ein bisschen Angst davor, dass er ertrinkt, so wie in der Creepypasta. Ben hat angehalten. Nessie, du magst Creepypastas. Denkst du, dass ich ein Monster bin? Ich sag mal nein. Du bist eine wahre Freundin. Ich vertraue dir wirklich, Nessie.
okay, es passiert nicht. Was ist das? Wer ist... Stopp! Diese... Oh, habe ich mich erschreckt. Diese Frau wurde heimgesucht von einem Dämon namens Salgo. Normalerweise müssen wir das auf eine wissenschaftliche Art und Weise erklären. Ich nenne es gerne die Salgo-Krankheit. Und diese Krankheit ist im ganzen Dorf verteilt. Die Regierung wollte eine Nuklear... Oh Gott, das ist so geil, die Story ist so geil. Wollte eine Nuklearbombe hier draufschmeißen auf das Dorf und alles Leben hier zerstören. Aber unsere Gesellschaft würde das niemals zulassen. Also seid ihr sowas wie das MIB? Sagt doch nicht so bescheuertes Zeug. Ich bin Christopher. Einer der vier... einer der vier... Ach, scheiße. Adligen sozusagen. Also Königlichen, genau. Einer der vier königlichen Soldaten der SCP Foundation. Ach so. Okay, das ist ja auch ein Videospiel, ne? Wir sind ein Secret Service, eine Geheimgesellschaft. Was? Die SCP aus den Creepypastas? Diese Webseite, die du im Internet gefunden hast, ist nur dafür gedacht, damit die Leute denken, dass das, was real ist, gar nicht real ist. Das ist auch geil. Okay. Und deswegen machen wir das, damit die Leute verwirrt sind. Ui. Es gibt noch einen Punkt. Ihr seid nur Kinder, aber meine Befehle besagen, dass ich alle töten soll, die Geheiminformationen verteilen könnten. Also ist hier nichts geschehen, okay? Oh, okay, schätze ich. Kannst du mir denn eine Handynummer geben, falls es mal einen Notfall gibt oder sowas? Wir vom SCP können nicht lange unsere Nummern behalten. Deswegen wird meine momentane Handynummer zerstört werden nach dieser Mission. Aber trotzdem, hier ist die Nummer. Das ist so geil. Eben noch, oh, Secret, Secret, ne? Also ist voll geheim und so, aber hier ist meine Nummer. Es ist besser, wenn ihr beide zu Hause bleibt, bis wir die Krankheit, diese Zargo-Krankheit hier in Zaum halten können, also wieder eindämmen können. Vielleicht treffen wir uns ja wieder. Okay, die SCP-Mitglieder und die Leiche sind verschwunden. Voll geil. Yeah, Yu-Gi-Oh-Karte! Oh Mann, aber gleich speichern wir einmal, ne? Ah, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ja. Der ist auch ziemlich gruselig. Oh, wenn ich mir das vorstelle, dem im Wald zu begegnen oder so. Ui, nicht schön. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ja, noch eine Karte. Super. Creepypasta Suicide Card. Das ist also was anderes als das andere. Also, weil es ist ja auch Mickey Mouse, ne? Suicide Mouse, dachte ich, das wäre das Gleiche. Aber okay, dann ist das was anderes. Das Theater, okay, hier ist eine Lampe. Leute, ich speichere kurz auf jeden Fall. Weil ich weiß nicht genau, was uns da drüben erwarten wird. Was denn, wenn wir mit dem reden? Ah, okay, nichts. Er hat kein Interesse daran, mit uns zu reden. Oh mein Gott, das war gruselig. Dieses Bild, was da kurz eingeblendet wurde, als wir am Ende der Brücke waren. Oh, ich finde die so gruselig, ne? Vor allem diese mit langen schwarzen Haaren aus The Ring oder The Grudge. Oh, es gibt nichts Schlimmeres. Wobei ich ja sagen muss, dass ich bei The Grudge wirklich die japanischen Originale ungefähr 1.000.000.000 Mal besser finde als die amerikanischen Remakes. Vor allem habe ich inzwischen Scary Movie so oft gesehen, dass ich echt The Grudge nicht mehr ernst nehmen kann, ne? Ich muss immer lachen bei den gruseligen Szenen. So geil. So, also schauen wir uns mal um. Hier sind Bäume. Ich werde mal dran drücken, genau, falls wir eine Yu-Gi-Oh! Karte dafür kriegen oder so. Eyeless Jack Card. Ah, Läuft in der Dunkelheit und stiehlt die Augen seiner Opfer, bevor er sie auf brutale Art und Weise umbringt. Toll. Gucken wir mal. Blumen. Hier ist ein Gitter. Oh, wartet mal. Ich weiß nicht. Aber wir haben ja schon gespeichert eigentlich. Ah, du brauchst den Schlüssel des Nichts, um es zu öffnen. Alles klar. Okay, dann gehen wir doch ins Theater. Was ist das? Das ist vermutlich ein Fake, also ein falsches Skelett, das im Theater benutzt wurde. Sicher?
Yay, yeah, Yu-Gi-Oh! Karte! Tales Doll Card. Das ist so gruselig. Ich mag das nicht. Immer diese leeren Augen. Das ist gruselig. Dabei mag ich Tales eigentlich ganz gerne. Ah, wir können hier speichern. War also doch umsonst gewesen, der extra Weg. Aber naja. Oh je. Was? Oh nee. Ich gehe erstmal hier rein, oder? Das ist... Wie heißt der denn? Thaddäus. Ich glaube... Ja, genau. Da ist ein roter Nebel im Raum. Geht fort, ich will alleine sein. Geht fort, geht fort. Nein, nein, nein. Ich will alleine sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, um das zu erreichen. Das ist super eklig. Oh, okay, ja. Thaddäus hat sich umgebracht. Aber die Klarinette spielt noch immer. Das war so eklig. Das Gesicht war so eklig. Scheiße. Der Nebel ist verschwunden. Was zur Hölle war das? Hast du dieses Gesicht im Nebel gesehen? Oh Mann, lass uns in den anderen Raum gehen. Der hier ist ganz schön gruselig. Aber vielleicht sind hier noch Sachen zum Einsammeln? An den Stühlen? Oh, ey. Ich will nicht mehr. Oh Gott, jetzt ist noch eine Tür auf. Lass mich speichern. Oh nein, jedes Mal erscheint das. Ja, ich will speichern. Bitte nicht schon wieder. Ich mag das Bild gar nicht. Okay, hier sind Stühle. Ah, okay, Geist benutzte Fluch. Was war da eben? Habt ihr es gesehen? Oh Gott. Wir wurden verflucht. Aber wo müssen wir hin? Du bist hier. Ich bin einsam. So einsam. Willst du mich begleiten? Ich nehme mal das da. Ich weiß nicht, was das heißen sollte, aber es ist gruselig gewesen. Oh mein Gott, ist die Musik laut. Okay, nochmal laden. Was hilft uns denn da möglicherweise? Oh, ich hasse es auch, wenn so nette Musik ist und so von wegen, ja, gleich wirst du aber sterben. Der steckt mich lustigerweise nicht, dafür sieht er zu süß aus. Ah, cool, Yu-Gi-Oh! Karte. Wartet mal. Ghost Card. Wie passend, ja. Das kenne ich nicht, die Creepypasta mit diesem Geist, mit diesem speziellen. Oh, bitte lass mich in Ruhe. Nicht erschrecken. Ich fand das echt krass bei der einen Yu-Gi-Oh!-Karte. Ey, geil, noch eine Karte. Ist hier noch was? Nee. Müssen wir einsammeln, falls wir wieder sterben. Weiße Handkarte? Diese Karte kann nur zerstört werden von einem Level 7 Monster. Level 6. Mann, da steht 7 und ich sag 6. Manchmal bin ich echt verwirrt. Na gut, gucken wir mal. Du bist hier, ich bin einsam. Fight? Ah, lebendig begraben will kämpfen. Also hat das mit Pokémon zu tun, ne? Ich sehe den Kasten. Okay. Ich kämpfe. Oh nein, Nessie, lass uns schnell Sally finden oder wir werden an diesem verrückten Ort sterben. Das Theater war vorher nicht so. Die hatte recht. Es gibt einen Fluch in diesem Dorf. Andererseits hat dieser SCP-Typ gemeint, dass es eine Krankheit wäre. Ich bin wirklich verwirrt. Rest in peace. Er war ein glücklicher Pokémon-Trainer. Aber eines Tages wurde er vergraben, lebendig vergraben. Von zwei Kreaturen, die sich Geist und Weiße Hand nannten. Aha, okay. Ja. Ach, Gott sei Dank, wir sind wieder hier. Nö, nee, noch eine Tür ist auf. Oh, ich hasse den so sehr. Okay, weiter geht's. Nochmal gespeichert. Ja, ich weiß. So. Hey, Sally, oder? Das ist doch Sally. Ich spiele mit meinem Freund Jack. Oh nein, Eyeless Jack? Nein, Laughing Jack. Ich werde hier verfolgt. Oh mein Gott, ich werde noch verrückt.
Ich denke, dass ich jeden Moment sterben könnte. Diese Creepypastas werden noch dafür sorgen, dass mein Körper vor Angst explodiert. Wieso hast du Angst? Er ist kein schlimmer Typ. Er lacht doch sogar. Das ist doch verrückt. Sally, please, lass uns... Please, Sally, bitte, lass uns aus diesem Ort fliehen. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe etwas in meinem Herzen gespürt. Werde ich sterben? Das ist Blutlust. Dein Herz will Blut. Warte eine Sekunde. Willst du etwa sagen, dass ich diesen Schmerz in meinem Herz spüre, weil ich töten will? Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Du wirst einer von uns sein, sehr bald. Nein, ich werde niemals verrückt sein wie du, Jeff, Slender, Rake oder Sonic Exe. Ich werde mein Bewusstsein behalten und meine Seele und ich werde niemals diesen Wahnsinn akzeptieren. Du wirst den Wahnsinn akzeptieren. Du hast bereits zwei Flüche auf dir liegen, Tails Doll und Ghost. Nur noch ein weiterer und du wirst verrückt werden. Jack ist jetzt unsichtbar. Was hast du dazu zu sagen, Sally? Das sind die Kreaturen, die du beschützt? Sind dir die etwa lieber als wir? Du bist einfach ein verrücktes Mädchen, genau wie sie. Ich könnte dich niemals eine Freundin nennen. Du wirst niemals einen Freund haben, weil du gruselig bist und verrückt. Sally, wieso weinst du? Weil du gesagt hast, dass ich verrückt bin und gruselig. Ich will doch nur Freunde haben. Meine Kindheit war hart und sie haben mir schlimme Dinge angetan. Ich will nur jemanden starken, der mein Freund ist und mich beschützt vor der Außenwelt. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Jetzt fühle ich mich wirklich schuldig. Sally, du solltest wissen, dass du uns immer vertrauen kannst. Wir sind in der gleichen Situation. Du bist nicht alleine. Wirklich? Also können wir Freunde sein? Klar, du hast doch mal gesagt, wir werden für immer Freunde sein, selbst nachdem wir tot sind. Also lass uns ein Versprechen machen. Wir werden für immer Freunde bleiben. Wir werden für immer Freunde bleiben. Ich danke dir vielmals, Freunde für immer. Was ist mit dir, Nessie? Ja, auch ich will sagen, wir werden für immer Freunde bleiben. Also dann, wir haben einander versprochen, dass nichts unsere Freundschaft aufhalten wird. Wir werden für immer Freunde sein. Ich habe mich gerade an etwas erinnert. Mein Cousin ist derjenige, der sich um mich gekümmert hat. Und er ist sehr beschäftigt und hat heute nicht viel Zeit. Sie ist hier im Theater. Sie arbeitet mit Dee. Vielleicht weiß sie etwas, das uns helfen kann. Lasst uns mit ihr sprechen. Ja! Mein Gott! So schön! Das ist Sallys Bett. Willst du hier mit ihr schlafen? Ich weiß auch nicht. Der TV ist aus. Hier ist ein Mülleimer. Okay, da ist eine Medaille im Inneren, aber du kannst sie nicht einsammeln ohne die grüne Medaille. Sowas aber auch. Ich würde sagen, wir speichern jetzt. Oh nein, das schon wieder. Weil ich möchte einmal ausprobieren, was passiert, wenn wir in dem Bett schlafen. Oh mein Gott. Das ist wahnsinnig, das Spiel. Aber irgendwie auch immer lustig. Gucken wir mal, was passiert. Oh nein, sei kein Erstling oder sie wird dich töten. Ah, okay. Was? Oh. Ach so, stimmt, er ist ja unsichtbar. Hast du Angst vor Dingen, die du nicht sehen kannst? Ah, da ist sie. Dieser Computer ist an und da spielt Minecraft. Willst du spielen? Oh mein Gott! Selbst Minecraft ist von Dämonen heimgesucht worden. Huch, einer der Computer. Hier werden zwei Exe-Games ausgeführt. Willst du es sehen? Ah, ich weiß, davon habe ich gehört. Dieser Computer zeigt nur dieses Bild. Ist wahrscheinlich Teil eines Spiels. Das ist auch Pokémon. Das ist irgendwie mit so einem Turm, in dem diese... Okay.
Oh nein, das ist Suicide Mouse Videos. Sind wir schon wieder verflucht? Jetzt ist das alles verschwunden. Ja, ach, wir mussten es uns angucken, jetzt verstehe ich. Wir wären da sonst nicht durchgekommen. Sally, danke. Oh, die Dämonen hatten mich hier drin eingesperrt. Sie können mich ja nicht töten wegen meiner Maske. Diese Maske beschützt mich vor den dunklen Mächten. Die ist derjenige, der sie kreiert hat. Du bist also Sallys Cousine. Puh, jetzt bin ich aber beruhigt. Jetzt weiß ich, dass ich euch vertrauen kann. Und deswegen zeige ich euch mein Gesicht. Mein Name ist Samira. Freut mich, euch beide kennenzulernen. Wow, du siehst ja aus, als wärst du Sallys Zwillingsschwester. Aber ich denke, dass du noch hübscher bist, Samira. Willst du sterben, du Idiot? Wow, was ist geschehen mit Freunde für immer? Danke, Ben, aber wir haben keine Zeit für Späße. Wir müssen diesen Fluch aufhalten und denjenigen, der ihn freigelassen hat. Meine Maske beschützte dich vor dem Fluch der Suicide Mouse. Aber jetzt ist meine Maske schwach. Und sie wird bald zerbrechen. Ihr müsst euch beeilen und die finden. Ich arbeite auch mit der SCP Foundation zusammen und wir versuchen, die Gefahr in dieser Stadt zu minimieren. Aber die ist der Einzige, der wirklich weiß, wie man es stoppen kann. Jetzt ist Nacht. Nehmt diesen Schlüssel und geht zum verlassenen Haus. Die wird dort sein. Du hast den langen Schlüssel erhalten. Wieso wir? Weil Nessie die Auserwählte ist. Ich kenne die Details nicht, aber die wird euch alles erzählen. Nun geht's zu eurem Haus, es ist schon spät. Stört die heute nicht. Er hat gerade einen wichtigen Beschützerzauber, muss er gerade aussprechen, damit die Dämonen in dieser Stadt zurückgehalten werden. Sally, es ist für dich besser, wenn du in Nessies Haus schläfst heute, denn dieser Ort hier ist voller Dämonen. Passt außerdem in der Stadt auf Sonic Axe auf. Er hat dies Zauber gebrochen und kann euch töten. Mann, du weißt wirklich, wie man Worte benutzt. Hä? Okay. Das ist ein Comic. Willst du den lesen? Das ist ja eklig. Oh, krass. Yay, yeah, Yu-Gi-Oh! Karte! Yu-Gi-Oh! Karte! Okay. Gucken wir uns nochmal an. Salgo's Disease. Aha. Das ist also diese Krankheit. Davon habe ich auch noch nicht gehört, muss ich zugeben, von diesem Salgo's Disease. Muss ich auch nochmal nachschlagen. Darf ich jetzt bitte hier durch? Okay, nur Statik. Okay, also wieder raus. Die mittlere Tür bleibt zu, oder was? Oh, nee. Oh, das ist der Axtschlüssel. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge von Creepypasta Land. Ich freue mich schon drauf. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.